Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja letztens in den Mod Dungeon gewesen, genau genommen die letzten drei Mal. Snowpoint Peak Dungeon oder so ähnlich. Oder Bastion, ja Bastion war es, ne? So, und der war ja auch ziemlich cool. Wir haben gesagt, wir gehen zurück zu Torvalds Höhle, wo wir davor, ja ich sag mal, abgebrochen hatten kurz, um den kleinen Ausflug zu wagen. Und wenn wir jetzt halt schauen, da sind wir hier und wir schlagen uns ja so Richtung Südosten in dem Sinne ein bisschen durch und haben noch ein paar Sachen hier auf der Karte, aber wir suchen jetzt erstmal unsere nächste Möglichkeit in dem Sinne. Und wenn wir jetzt mal hier oben auf unseren, ja, kleinen Raster schauen, ist entweder der Turm, da in, was ist das hier, Süden, Westen, da ist eine Höhle, die ist auch eher im Osten gelegen. Wir wollen es aber eher westlich erstmal halten, würde ich vorschlagen. Was meint ihr, das näher? Ich tendiere mal entweder zu den Turm. Gucken noch mal kurz auf die Karte, was jetzt vielleicht sinnvoll wäre. Eigentlich ist es so gut, sich so weit wie möglich westlich zu halten, ne? Weil irgendwann ist im Westen Schluss. Oh, da ist irgendwer da irgendwas. Eine ganze Gruppe von irgendwem oder irgendwas. Ah, da. Okay. Ja, kein Ding. Wir wollen ja sowieso unsere Zauber ein bisschen trainieren. Also vor allem unsere... wie heißt es? Wiederherstellungsmagie. Das machen wir damit natürlich auch. Dauert natürlich leider ein bisschen lange, ehe der gewirkt wird. Zack. Noch einer irgendwo? Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir gleich die ganze Gruppe bekämpfen. Ah, da. Ja. Du kannst uns gerne schon angreifen. Ich nehme euch noch ein bisschen aus schon der Zeit. Der Zauber wirkt ja im Hintergrund. Eine ernsthafte Bedrohung stellt sie nicht dar. Und da ist er umgefallen. Ja, ein bisschen Pelz. Kann man wieder verarbeiten. Noch einer irgendwo? Eigentlich direkt vor mir laut der Karte. Ach, eine Frostgiftbissspinne oder so ähnlich. Hast du getroffen? Man weiß es nicht, man munkelt. Ist so egal. Jetzt wollte ich nur eigentlich gucken, gesagt, wir haben gesagt, so ungefähr Richtung Westen, das ist ja Norden. So, das heißt alles, für das, was am ehesten in diese Richtung geht, das Osten, wenn ich mich nach rechts drehe. Ach, ich bin ja verrückt. Ich meine doch Osten. Mensch, ich sage die ganze Zeit Westen. Oh, das ist ein echter Höhlenbär. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Alter, was geht denn hier ab? Schaut euch das mal auf der Karte an. Ganz, ganz, ganz viele. Ja. Da sind die ganzen ganz, ganz vielen. Da. Huch, habe ich so daneben gezielt. Ein Welber. Und Leute, machen wir jetzt noch hier ein bisschen sauber. Die kämpfen auch schon gegen uns. Kämpfen die beiden Gruppen gegen uns. Wow. Aber schon eine größere Gruppe. Dass wir gut ausgerüstet sind. So. Wir laufen jetzt einfach die ganze Zeit hier durch und machen den Zauber. Das bringt ordentlich Erfahrung dafür. Ah, der hängt hier fest. Lebt noch alles. Der Käfig hier. Ich habe mich infiziert mit einem Fieber. Das ist natürlich unangenehm. Weil die Krankheiten gehen eigentlich nur weg, wenn man den Schrein betet. Das heißt, wir müssen den nächsten Mal einen Schrein aussuchen. So, Miragebasch. Oh, ein Zähnchen. Hatte ich den gerade? Oh ja, tatsächlich.
Ja, kann man verkaufen, soweit ich weiß. Leider nicht zum Craften geeignet. Ein Goblin-Berserker. Geht. Ne. Jupp, jupp. Geht immer. So. Ja, mit den Mods kann die Wildnis von Skyrim auch mal ein bisschen mehr bevölkert sein, wie man sieht. Naja. So, haben wir aber erstmal für Ruhe gesorgt. Und wie gesagt, ich muss mich korrigieren, ich meinte vor uns tatsächlich Osten und nicht Westen. Das ist ja Quatsch. So. Und da ist die Höhle, die wir gesehen haben, der sinnvollste Punkt da, weil die ist halt, soweit es noch geht, östlich. Weil wir wissen ganz genau, im Osten ist hier irgendwann bald mal Schluss. Da ist Rand der Welt in dem Sinne. Was meine ich, muss ich schleichen? Nee, ne? Weil bei den ganzen Sachen, die wir gerade hier über den Jordan geschickt haben, wird ja wohl nicht mehr so viel kommen. Naja, wir gehen mal sicherheitshalber. Ah. Und da ist dann noch eine Ruine hinten dran. Okay. Schon mal gut zu wissen. Sieht weiter oder... Nee, ich muss mich korrigieren. Es ist weiter weg, als es aussieht. So ergibt der Satz Sinn. Dies Erkunden macht auch Spaß. Ja, natürlich, den Storys zu folgen ist auch kein Problem. Man läuft oft kreuz und quer durch die Welt und lässt haufenweise Sachen beiseite. Klar, es gibt auch ganz viele Sachen, also Dungeons in dem Sinne, die man nicht zwingend machen müsste. Das ist auch korrekt. Aber es macht halt Spaß. Es ist also, Skyrim ist schon geil. So. Wir laufen immer noch. Da unten rennt irgendjemand. Den lassen wir auch rennen. Meine Güte. Ich wusste ja nicht, dass wir um halben Berg rumlaufen müssen. Irgendwer hat mich gesehen. Das ist natürlich schade. Ist das ein Bär? Das ist ein Bär, ne? Habe ich gesehen? Wahrscheinlich. Huge Cave Bear. Ja. Da trainiert man in der Gelegenheit auch ein bisschen das Schild. Weil die können sich ein bisschen austoben, während der Zauber wirkt. Es werden schon wieder mehr. Oh, ein Spricker. Roter Sprickern. Wie nennt sich die denn? Ist das dann eine Matrone oder sowas? Sprickern Säulenmatrone. Okay, also Säule ist ja der Boden oder die Erde. Also ein bisschen Frage, wie man so übersetzen will. Okay, kämpft der Sprickern gegen den Bär? Wo ist denn der ganze Rest hier? Meine Güte, hier ist ja. Kommt alle her, Leute. Große Kloppparty. Ist das was ich finde? Ancient Sprigan Patriarch, okay. Ah, ein paar Blumen. So. Bist du an den Troll orientiert? Der sieht cool aus. Ein Necker. Ein Neckermann. Oh, cool! Ist ein Witcher angelehnt. Ich habe bei dem Bong Angst. Wenn ich ganz ehrlich bin, dass der wie ein Wiese ist. Das heißt, mit einem Schlag einen weghauen kann. Wow! Alter, krass! Oh, deswegen! Das ist kein Necker. Wie heißen die denn? Ach, ich habe leider nie lang genug Witcher gespielt, dass ich das beantworten könnte. Aber cool, dass der mit implementiert ist. Ich würde nur gerne auch mal sehen, ob der eine Schadensleiste hat. Oder Lebensleiste, dass er sagt. Schadensleiste sind auch nicht sinnvoll. Ja.
Tritt zu. Der holt natürlich seinen Raben dazu, wie immer. Ja. Wow, unser Ausdauer wird natürlich durch den Blocken runter, dann gehen wir einen Schritt zurück. Oh, und wir sollten, da haben wir gerade echt einen heftigen abgekriegt. Ich meine, ich kann natürlich auch ernst machen. Habt ihr nichts mehr zu lachen, Freunde? Ja, was ist denn hier? Nee, kann man auch nicht unbedingt. So, jetzt holen wir uns das Schild raus. Das muss ich ja hier noch bemühen. Wird er vielleicht davon gar nicht getroffen? Ich sehe mich bei den... Ah, jetzt leuchtet er. So, aber ich sehe bei den Kollegen einfach keine Leuchte. Bei den Krähen, die er ruft, ja. Aber bei ihnen nicht. Vielleicht hat er auch eine Art Immunität. Versuchen es mal mit Brutalität. Dass er ganz unbesiegbar sein soll, kann ich mir vorstellen, ich verliere mal ein Lächeln. Okay. So. Ja, also unser Zauber hat ihn nicht viel ausgemacht. Oder gar nichts. Ich kann es mit Sicherheit gar nicht sagen. Also machen wir es jetzt manuell. So, und hier lebt angeblich immer noch ein Haufen Zeugs. Auch wenn ich es gerade nicht sehe. Anscheinend, ach da, die schießen auf uns. So, aber erstmal gucken wir an. Okay. So, unser Dolch, der hat sich wieder aufgeladen. Das ist sehr schön. Dann... Wo ist das denn? Nein, ich bin anscheinend schon zu weit da. Rolling Wilting. Fallensteller, okay. Hier ist auch noch irgendwas. Ich glaube, sie überlebt. Ach, solche Necker. Die müssen teilweise so nah hier sein. Ich bin jetzt aber auch nicht so motiviert, dem bis sonst wohin nachzurennen. Das ist ein... Alles klar. Der Arm von der Necker ist eine Reagenz hier. Sprach er und zog den Bogen. So, ja, das ist okay, ist okay. Jo, jo, jo. Ne. Jo. Ne. Ja, 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 ja. Nope. Geht. Never. Krass. So, Fifi ist auch umgefallen. Hat so viel getötet hier. Hm. Ist gerade was verschwunden. Ich war jetzt gerade der Meinung, vor mir lag noch Frostgiftschwimmer, aber okay. Dann muss ich mich schon ein wenig stark verguckt haben. So, ist jetzt hier Ruhe? Ich kann euch nicht besiegen. Aber du hast dich versteckt. Vor allem, du kannst uns nicht besiegen, das ist ja alles schön und gut, aber... Boah. Wo ist dein Bein? Ich suche dein Bein. Kann ich dich irgendwo anklicken? So, hier ist noch einer irgendwo. Noten will ich nicht. Die Necker rennen ja gerne weg anscheinend. Ja. Da hängt jetzt nicht mein Herz dran. So, ich glaube, jetzt ist endlich mal so aus Ruhe. Norden, Osten ist hier also irgendwo da. So, nach gefühlt 10 Minuten Kampf und vielleicht stimmt sogar.
Kann ich, glaube ich, das Schild jetzt auch mal weglegen, dann seht ihr wenigstens ein bisschen mehr. Wie gesagt, das Schild ist toll. Ja, ich will das jetzt nicht niederreden, das ist das beste Schild, was ich jetzt bisher gefunden habe und ist auch nur in den Mod durch die Mods drin. Das ist kein originäres Schild. So, Pfahlwurzel, okay. Den hatten wir schon. Ganz schön bevölkert hier. So, das ist wieder so die Sache. Es gibt garantiert irgendeinen schönen Weg hin, aber den zu suchen, der wird da ewig dauern. Also springen wir wie verrückt rum. So eine Art Fliegzauber wäre geil. Ja, ich weiß, es gibt... was war denn das, glaube ich, ein DLC? Dass man auch Drachen reiten kann. Irgendwann komme ich da hoch, Leute. Seht ihr? Ich sag da, irgendwann komme ich da hoch. Ja, echt nicht? Komm. Das kleine Stückchen, du packst das. Ich glaube an dich. Du bist ein Alpaka. So, gut. Echt? Immer noch nicht? So. Nächsten Baum. Alles gut. So, fangen wir mit der Höhle an. Ah, steht ein Magier rum. Pyromant. Wache der mythischen Morgenröte. So, da ist er. Keine Wache mehr. Hat er aber ganz schön ausgeteilt im Prinzip. Verhältnismäßig natürlich. Für uns ist es nichts gewesen, aber insgesamt wäre der jetzt nicht ungefährlich. Ja, Stufenaufstieg machen wir mal später. So. Wo er herkommt, machen wir es, ne? So, wir brauchen. Na, wir sind. Ist auch sowas runter, allerdings nur durch die Krankheit in dem Sinne. Ja, im Prinzip brauchen wir alles, das ist der Witz. Illusion war, ist ja mein Lieblingsbäumlein. Aber ich hatte mal geschaut, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. War Effekt bei Invisible Spell Effekt? Ja, ja. Das meiste ist gar nicht so geil. Was schade ist. Nee. So, Alchemie brauchen wir später erst, wenn wir da so weit sind. Conjuration, Destruction, Restoration, Alteration. Ich glaube, ich hatte ja versucht, Archerie hochzukriegen, also Bogenschießen. Das hat mich für den Pfad hier entschieden. Ach, dann bin ich auch schon so weit. Quenst du Lions Overpowering, Store the Spell? Nein. Nö, Crossbows. So. Greif 18 schneller mit Bögen und ja, Armbrüsten für 10 Sekunden nach der. Das ist prinzipiell nicht schlecht, ne? Kann den Bogen schneller ziehen, das ist natürlich an sich Blödsinn. Im Prinzip ist das aber nicht so wichtig, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, wir gehen in Restoration rein. Ich habe mich ja für den Pfad erstmal entschieden. Das hat bestimmt einen Grund gehabt. Warriors Flame, genau. Ashes to Ashes. Your Warriors Flame carries the essence of the hostile undead. Cool. Allies brauche ich nicht. Wenn Warriors Flame plus or curse the target, it also increases. So. Jetzt muss ich ja nur kurz gucken. Warriors Flame and Combat Warriors. Okay. Verbotenes Sanktum, wenn ihr Ward Block a Spell. Welches Ward? Ist das Ward? Moment. So, das ist. Once a day cast Warriors Flame. Nö. Das ist auch nicht schlecht. Battle Clave.
Ja, okay, wir gehen in die Richtung erstmal. Also das brauchen wir nicht. Wusst ihr so uns? So, touch a random target. Das ist aber... So. So, es hat jetzt einen Moment gedauert. Aber bevor wir jetzt unsere Höhle hier gehen, wie heißt die überhaupt? Rotnarbenhöhle. Okay, wir fangen an mit der Rotnarbenhöhle. Wir schleichen aber. Ja, sehen wir gleich wieder. Ist das groß, klein, irgendwas dazwischen. Pilze. Alchemie, immer cool. Wollen wir versuchen, den mal mit durchzukitzeln? Macht ja Spaß, ne? Wenn man es hinkriegt. Das ist ein bisschen Zufall natürlich, wie er sich jetzt bewegt. Ich frage auch, wie viele tausend Anträge noch stehen. Boah. Gut, der hat sich natürlich praktisch gestellt. Aber war der einzige, von daher egal. Liegst du jetzt wirklich genau unter dem Ding, dass ich dich nicht ausnehmen kann? Das ist natürlich doof. Wir können mal versuchen, ihn mit Dropstone vielleicht ein bisschen wegschubsen können. Okay, das hat gerade 0 gebracht. Oh, da war's, glaube ich. Kultista. Wein, Amethyst, Dietrich Gold. Lachs brauche ich nicht. Hier. Das sind echt gute Ausrüstungsgegenstände im Prinzip. So. Zack. So, jetzt machen wir schnell wieder Kerzenschein an. Dun. Wird ein bisschen mehr sehen. Seht ihr jemanden? Tolle Frage, also wenn ihr antworten könntet, da unten ist einer. Noch einer. Ah, du bleibst mal schön da, wo du bist. Ach. Meint ihr hier ungefähr? Ja, kam gut. Okay, ich kann leider noch nicht Kerzenschein anmachen, weil ich erst warten muss, bis mein Bogen sich regeneriert hat. Aber die Kiste können wir doch mal zum Beispiel schon mal nehmen. So. Oh, echt nicht schlecht, Leute. Da war ein Walerstein drin, ich glaub's auch. What? Wollte ich Werkkraft gar nicht austesten. So, Kerzenschein. Da ist er. Gehen jetzt mal ganz geflissentlich unschleichen darunter. Hoffen, dass das die einzigen waren. Ja. Da ist der Pfeil. So, was gibt's hier Tolles? Es steht leer und ich klicke es wie immer an. Ah, ja, Salz kann man nehmen. Okay, ja, Salz wie immer. Schnur und Köder brauche ich nicht. Ja klar, nehmen wir das. So. Schön ist, die sind nicht schwer gerüstet, das heißt, man kann einiges mitnehmen. Bier, Dietrich Gold, Amethyst. Die Robe wieder. Standardausrüstung bei euch anscheinend, logischerweise. Ihr gehört ja der Gruppe an und wollt es auch gerne zeigen. Kann man nachvollziehen. Mhm. Und ihr lebt hauptsächlich von Fisch. So, das ist ja, das sind noch ein paar Pilze, ne? Meins? So. Ja, aber mal wieder Kerzenschein neu machen. So, runter geht's immer schneller. Ernsthaft? Komm.
Nee, das ist nur... Der Wohngrund haben wir uns. Hier so ein bisschen abgetrennt ist, oder? Okay, nee, man soll hier wirklich nicht hin, anscheinend. Gut. Gibt es jetzt noch was Spannendes? Anhieb sage ich jetzt mal nein. Gucken wir mal, was uns im nächsten Abschnitt hier erwartet. Steht doch mal so, dass man euch erdolchen kann. Da bewegt sie sich auch noch. Jetzt hätte ich sie aber gleich erdolchen können. Ja, ist unwahrscheinlich. Was war das? Das war ich. Ich dachte, er dreht sich woanders hin. So. Okay. Okay, Bergbau macht ihr auch. Da geht's hoch. Wir gucken erstmal kurz hoch. Ja, hier ist jemand. Ich bin hier. Ernsthaft? Hä? Nochmal? Ja, wieder alle friedlich. Sehr schön. Oh, guter Treffer. Jo, jo. Jip. Jip, 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 jip. Nope. So, Kerzenschein kurz rausgesucht. Da ist der andere. Hier war das Erz. Eisen, da war ein bisschen Eisen ab. So, was haben wir noch? Nö, braucht man nicht. Braucht man nicht. Noch mehr Eisen nehmen wir auch. Ich weiß, die Animation ist immer öde. Fällt dann langsam auch gar nichts mehr ein, was man da so parallel noch erzählen kann. Meine, es gibt natürlich auch Sinn, dass sie die Animation machen. Ne? Ist halt natürlich nicht so, dass man dann einfach so mal von der Erzader steht, was hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man nicht nur 10-mal drauf kloppt und dann taucht einer auf. Ja, mach mal schnell. Okay. So, ich weiß gar nicht, wie stark diese Inventare momentan sind. Nicht so stark. Okay, es ist ja auch nur Eisen, stimmt. Ja, ja, mach ruhig weiter. Die kommen auch nur durch die Mods vor, also im Originalteil sind die nicht vorhanden. Oh, er hat es noch nicht mal geschafft, das abzubauen? Hab ich ihn jetzt doch unterbrochen gehabt? Oder hat er mich sogar unterbrochen? So. Zeit, wo der noch rumhampelt. So muss nochmal. Versuchen wir es nochmal, gut. So, jetzt gedacht, er hat Eisenerz. Das sind nur irgendwelche Klumpen. Da liegt Kollege, aber wir machen erstmal Eisenerz weg. Parallel? Cool! Okay, schade, das ist, also zeitlich geht es natürlich nicht parallel, aber das wäre natürlich schön, dann können wir die Animation ein bisschen nutzen, aber wenn wir passiert, boah, mein Gott, haben die geile Sachen. So, allein schon für Kerzenschein machen wir wieder mal die Sonne hier an. Boah, schöne Treffer. So, wow, Elfenschwert, Gold.
Ja. Alter. Wir gehen ja echt mit viel Kohle raus. Also Leute, wer Geld braucht, ne? Merken, die Höhle hier, die ist perfekt dafür. Autsch. Toller Treffer. So. Bonie, okay. So, hier können wir noch Eisen abbauen. Theoretisch machst du es gut. So, nochmal Eisen abbauen? Meine Güte. Ja, wie gesagt, die Eisenabbau-Animation ist natürlich nicht das Spannendste auf der Welt. Eher der Gegenteil. Der Gegenteil? Das Gegenteil. Tomate, Tomate. Ein paar Säcke, mal gucken. Nee. Nee. Ja, Salz geht immer. Wein geht auch immer. Hier noch was? Ist das nochmal erst? Nö. Ach, nee, von hier waren wir gerade. Truhe. Ist geil, ja. Nehmen wir. Allerdings auch schwer. So. Jetzt gehen wir in Schleichmodus. Nächstes Mal gehen wir dann hier weiter. Für heute würde ich vorschlagen, machen wir hier einen Break. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es war wieder spannend. Ich denke schon, bei den ganz vielen, ja, seltenen Tierchen, die wir auch hier gesehen haben. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!